Herr Lafontaine, der Tag der Befreiung steht bevor, der 8. bzw. 9. Mai. Sind Sie den Russen für die Befreiung Deutschlands dankbar? Ja, selbstverständlich bin ich den Russen dankbar für die Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Das war ja nun die große Leistung, die eben vor allen Dingen die Rote Armee vollbracht hat. Ohne sie wäre es nicht gegangen. Und daraus ziehe ich den Schluss, wir brauchen eine gute Nachbarschaft auch zu Russland und wir sollten zurückkehren zu der Friedenspolitik, die mit dem Namen Willy Brandts verbunden ist. Nun tun sich deutsche Politiker in diesem Jahr besonders schwer mit dem Gedenken, obwohl es der 70. Jahrestag ist. Sie müssen auf der einen Seite gedenken, übrigens nicht nur deutsche, sondern westliche Politiker generell. Sie müssen gedenken, sie wollen aber nicht zur Militärparade nach Moskau. Wie überlagert ist dieser 70. Jahrestag von dem aktuellen politischen, geopolitischen Geschehen? Natürlich ist er sehr stark jetzt überlagert, weil wir ja eine neue Situation haben. Wir sind ja wieder im Kalten Krieg, so kann man das sagen. Und im Kalten Krieg ist ja auch kein westlicher Staatsmann nach Moskau gefahren und hat sich an dieser Parade und hat an dieser Parade teilgenommen. Und das ist das Bedauerliche. Das Fernbleiben ist ja mehr oder weniger ein Eingeständnis dieser politischen Fehlentwicklung. Und ich bin der Meinung und ich hoffe, dass der ein oder andere, die ein oder andere zur Besinnung kommt, da denke ich insbesondere an Merkel, und erkennt, dass das so nicht weitergehen kann und dass man wieder gute Zusammenarbeit mit Russland suchen muss. Nun gibt es auf deutscher Seite in diesem Jahr vor dem Hintergrund des Konfliktes in der Ukraine geradezu chauvinistische Töne. Es gibt natürlich immer die skurrilen Gestalten am rechten Rand, wie Erika Steinbach. Es gibt aber auch die öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich möchte eine Passage zitieren aus einem Text, der die Tage auf der Seite des Deutschlandfunks stand. Dort hieß es: Lasst die Russen kommen. Die Russen haben es in 70 Jahren nicht geschafft, eine Autobahn von Moskau nach St. Petersburg zu bauen. Vielleicht lernen Sie, und es ging um diese Motorradfahrer, diese Motorradkolonne, vielleicht lernen Sie noch etwas auf Ihrem Weg von München nach Berlin und zurück. Vielleicht nehmen Sie ein bisschen Zivilisation mit. Die Deutschen sehnen sich also geradezu aus ihrer Verliererrolle heraus, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, das kann man so sehen. Natürlich muss man die Gesamtentwicklung dabei im Auge haben. Sie sind ja längst aus der Verliererrolle heraus, ökonomisch gesehen, fühlen sich jetzt wiederum zumindest als die stärkste Wirtschaftsnation Europas. Das geht ja schon seit vielen, vielen Jahren so. Es wird ja auch beklagt, dass Deutschland zum europäischen Hegemon geworden ist, also zur Vormacht in Europa. Und wenn das überall zu lesen ist, wie gut wir doch sind und die anderen können das nicht in dem Umfang und man denke nur an die Hybris gegenüber Griechenland, dann kommt es zu solchen überheblichen Tönen und natürlich dann eben auch gegenüber Russland und Putin, weil wir haben ja jetzt gesehen, dass ein gutes Jahr lang praktisch in ein Ausmaß gehetzt worden ist, das ich vor Jahren nicht für möglich gehalten habe. Das Ganze, Herr Lafontaine, führt ja geradezu zu einem Geschichtsrevisionismus, gerade in Osteuropa, wo die Rolle Russlands, die Rolle der Roten Armee schlichtweg aberkannt wird. Was bedeutet das denn gesellschaftlich Ihrer Meinung nach, gerade mit Blick auf die osteuropäischen Gesellschaften, wenn die Geschichte jetzt umgeschrieben wird? Was steckt dahinter? Welche Intentionen stecken dahinter? Ja, die Geschichtsschreibung ist immer die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Das heißt, jetzt wird die Geschichte neu geschrieben, wenn man so will, im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion und im Zuge eben der Entwicklungen in Osteuropa, beginnen diese Staaten natürlich ihre Geschichte, neu zu schreiben. Und da geht es zunächst einmal gegen die ehemalige, wenn man so will, Besatzungsmacht, die Sowjetunion, die wird mit Russland verbunden. Und vor diesem Hintergrund kommt es dann zu den abenteuerlichsten Entgleisungen. Ich denke etwa an den ukrainischen Ministerpräsidenten, der also sich nicht entblödet hat, so zu tun, als hätten also hätte die Rote Armee mehr oder weniger die Ukraine überfallen, um dort die Ukraine in Besitz zu nehmen. Also das werden wir eine ganze Zeit lang noch erleben. Umso mehr müssen wir, die wir eben das Umschreiben der Geschichte erkennen, durch Aufklärung dafür Sorge tragen, dass dieses Umschreiben auch immer wieder konterkariert wird von Betrachtungen und von Aufsätzen und von Meinungen, die eben auf die wirklichen Zusammenhänge aufmerksam machen. Und das heißt eben gerade 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
diese Rote Armee hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der Faschismus besiegt wurde. Sie haben gesagt, die Geschichte wird von den Hegemonialmächten geschrieben. Es ist im Endeffekt also das neue Europa, das der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld skizziert hat, mal, das hier jetzt die Wirkung entfaltet. Ja, das muss man so sehen. Das hängt ja zusammen eben mit der Geschichte der letzten Jahrzehnte. Es war ja klar, dass im Zuge eben des Zusammenbruchs der Sowjetunion sich in Osteuropa die politische Landschaft total verändern würde. Und es war auch klar, dass eben der neue Hegemon, in diesem Fall also die USA, neue Hegemon im Sinne auf praktisch oder im Hinblick darauf, dass die einzige verbliebene Weltmacht ist, dass er alles tun würde, um seinen Einflussbereich zu erweitern. Und in diesem Kontext muss man das Umschreiben der Geschichte sehen. Herr Lafontaine, inwieweit ist es problematisch, dass der Hitlerfaschismus auf Einzelfänomene wie den mörderischen Antisemitismus, den Antiziganismus, die Homophobie beschränkt wird? Der Faschismus ist ja mehr. Der Faschismus ist Gewerkschaftshass, Arbeiterfeindlichkeit und Antikommunismus. Ja, ich habe viel darüber nachgedacht und es gibt ja viele Theorien auch, was der Faschismus ist, wie er zustande gekommen ist. Meine Antwort ist die, dass das eigentliche Kennzeichen die Verachtung der Menschenwürde ist. Und die Frage, wie es zur Verachtung der Menschenwürde kommen kann, ergibt sich aus der Alltagserfahrung. Und daher komme ich eben zu dem Ergebnis, dass alle Wirtschaftssysteme, die zur Verachtung der Menschenwürde führen, die das Gewinnstreben verabsolutieren und eben zur Leiharbeit führen und zu Werkverträgen, also zu Kostenstellen mit zwei Ohren, um ein zynisches Wort aufzugreifen, dass diese Wirtschaftssysteme konstituierend in sich tragen die Verachtung der Menschenwürde und dass daher eben dieses Brechtwort, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Groch so zu verstehen ist. Und daraus leite ich ja, wenn man so will, die Kernaufgabe jeder linken Politik ab. Linke Politik muss versuchen, darauf hinzuwirken, Wirtschaftssysteme zu entwickeln, die eine andere innere Ordnung haben. Eine Ordnung eben, die darauf abzielt, zunächst dem Mensch seine Würde zu geben und dann eben das Ökonomische nachgeordnet zu organisieren. Das scheint mir der Kern der ganzen Diskussion zu sein. Ist das nicht aber auch zum Teil ein Problem der Linken, die es bis heute, der deutschen Linken, die es in ihrer Gänze bis heute nicht vollständig geschafft hat, sich von den Verbrechen des Stalinismus zu distanzieren, von den Massakern, von der Verfolgung unliebsamer Kommunisten? Wäre das nicht notwendig, um ein glaubwürdiges Gedenken zu garantieren? Das ist natürlich notwendig, weil wenn ich von Verachtung der Menschenwürde spreche, dann gilt das ja global. Dann kann man nicht sagen, auf der einen Seite kritisiere ich die Verachtung der Menschenwürde, auf der anderen Seite nicht. Und damit beantwortet sich auch diese Frage. Man darf an dieser Stelle nicht in irgendeiner Form in Verdacht kommen, dieses wichtige Anliegen zu instrumentalisieren oder eben nur von einer Seite aus zu entwickeln. Deshalb ist also eine Linke nur dann glaubwürdig, wenn sie eben die absolute Beachtung der Menschenwürde gegenüber jedermann und jedem System also verlangt. Herr Lafontaine, wir führen dieses Interview heute am 7. Mai in Berlin. Was werden Sie am 8. und 9. tun? Wo werden Sie sein? Ich bin also zunächst einmal heute hier, um eben an einer Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Diese Gedenkveranstaltung gilt eben dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist, wenn man so will, eine vorgezogene Gedenkveranstaltung, weil wir davon ausgehen, dass beispielsweise im Bundestag, wo es ja auch eine Stunde gibt, in der an das Ende erinnert wird, weil dort eben auch Geschichtsrevisionismus betrieben werden wird. Das befürchte ich und wir werden das ja auch sehen. Und deshalb braucht es eben eine Veranstaltung, auf der eben deutlich gemacht wird, wir wollen diesen Geschichtsrevisionismus nicht zulassen. Und ich werde also daran teilnehmen und meinen Beitrag dazu leisten.